Frankengut Fleischwaren GmbH ruft seine Zwiebel-Mettwurst. Edeka, Marktkauf und Co-Postcheck verkaufen die Wurst an ihren Bedienungstheken. In einer Charge wurden Fouls nachgewiesen. Daher ruft das Unternehmen nun seine Wurst zurück. Betroffen ist nur Ware mit der Chargennummer 311. Die Nummer finden Kunden auf dem Clip. Die Charge wurde zwischen dem 8. und 17. November ausschließlich in den Bundesländern Sachsen, Thüringen, Teilen von Bayern und angrenzenden Gebieten von Baden-Württemberg und Hessen verkauft, meldet das Unternehmen. Können EEC auslösen? Innerhalb einer Woche nach der Infektion leiden Betroffene unter Durchfall und Magenkrämpfen. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwere Krankheitsverläufe entwickeln. Ein Symptom dafür ist blutiger Durchfall. In seltenen Fällen kann es bei Kleinkindern wenige Tage nach Beginn des Durchfalls zu einem akuten Nierenversagen kommen, warnt das Unternehmen in seiner Aussendung. Wer die betroffene Zwiebel-Mettwurst gegessen hat und schwere oder anhaltende Symptome hat, sollte zum Arzt und auf die mögliche EEC-Infektion hinweisen.